Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Mein Name ist Peter Moss. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich habe den Martin mit dabei. Hallo. Ja. Könntest du mal kurz zu einer baustrategischen Beratung auf die Ostseite kommen? Warum? Meinst du, das sage ich dir jetzt, bevor du hingelaufen bist? Seit wann darf ich denn hier was mitentscheiden? Ja, unwichtige Sachen darfst du immer mitentscheiden. Achso, ja, das freut mich natürlich. Nazi, ey. Wenn du so blöd fragst, was soll ich da antworten? Das ist zwar ernsthaft. Seit wann darf ich hier mitentscheiden? Kommt er nicht. Jetzt redet er nicht mehr mit mir. Ich halte es gerade nur irgendwie nicht. An welcher Seite Südosten haben wir nicht eben gerade, also für euch Freitag, also quasi für uns eben gerade und für euch die Folge vom Donnerstag. Welche Seite haben wir verteidigt? Norden, ne? Nord. Nordwesten. Ja, dann wundert es mich vielleicht auch nicht, warum die Horde vielleicht nicht angekommen ist, wenn die natürlich hinten direkt in dem Radioaktiven gespawnt ist. Ja, aber die und nur ein ganz mal, aber... und nur ein ganz kleiner Teil davor gespawnt ist. Meinst du, dass es daran liegt, glaube ich? Weiß ich nicht. Vielleicht. Weil wir hatten von der Seite auch schon größere Horden. Ja, da sind die vielleicht einfach ein Stück weiter vorne gespawnt. Ja, ich kann theoretisch sein, aber... Also... So. Wäre ja noch ein Grund mehr gegen der Wecke. Genau. Obwohl es natürlich taktisch auch nicht schlecht ist, dann an der Grenze zu bauen. Ja, weil du ja theoretisch eine Seite offen lassen kannst. Also zumindest nur eine Mauer hinzuziehen. Und dann eigentlich nur drei Seiten verteidigen brauchst. Außer sie fangen irgendwann an, dass du hier irgendwas bauen kannst, wo der so radioaktive Erde hinterlässt. baust dann damit den ganzen Boden. So, was möchtest du denn jetzt wissen, Martin? Nee, ich würde das um die Türme so rumbauen, dass wir quasi einmal sechs Felder lang aufschütten in allen Richtungen. Ja. Und dann einfach schräg runtergehen. Können wir? Weil hier habe ich ja eben aufgeschüttet, hier können ja jetzt dann die drei Reihen Spikes noch hin. Genehmigt, Martin. Beziehungsweise ich glaube, ich schütte sieben auf, damit einfach ein gerades Stück ist vor den Spikes. Mhm. Kannst du ja. Weil mache ich hier dann auch noch eine dazu, aber das mache ich später. Du kannst aber auch theoretisch, wenn du dir ein bisschen Erde sparen willst, Martin, ich meine, es ist ja nicht so, als gäbe es jetzt. Genau, ich kann unten Spiel Concrete nicht reinmachen. Ja, da habe ich sofort dran gedacht. Ja, damit wir ein festes Fundament vom Turm haben. Nee, ich habe eher daran gedacht, du kannst ja auch so eine Art Holzkonstruktion drunter machen, weil wenn die eh nur hochlaufen, das ist ja eigentlich egal. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weiß nicht. Meinst du, weil wir Holz das farmen ist, können, aber... Also ich meine, das ist ja schon ein bisschen was hier. Aber das überlasse ich einfach mal dir in der Entscheidung. Dann hier also einfach... Also um dir zu zeigen, wie ich mir das ungefähr vorstelle, könntest du jetzt theoretisch hier so so, Swatches gemeint, weißt du? Okay, da sehe ich schon, dass ich mindestens zwei tief muss, sonst habe ich nämlich hier keine Verbindung an der Rampe. Also der muss
Erde sein. Du willst den Rest holen lassen, oder was? Ja, kannst du doch. Die laufen doch eh drüber. Da kannst du dann einfach hier... Bis einer holt. Ja, bis einer holt. Richtig. Na gut. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen. Warum auch nicht? Erstmal... Du kannst es von mir aus auch alles aufschütten, das ist mir eigentlich auch ziemlich Hupe, ja. Sagen wir es so, wenn's, also, das, wenn das überrannt wird und einstürzt, baue ich das auf jeden Fall nach. Das hat für mich dann nämlich nichts mit dem Turm zu tun. Weil das, wenn, ja, wenn jetzt da die Zombies auf irgendeine dumme Idee kommen und die Erde aufkloppen und dann ins Holz reinrennen, dann werde ich es zuschütten. Ja. Nachträglich. Sonst können wir das meinetwegen auch erstmal so lassen. Ein Schwein! Was? Wo? Toll. Aber wobei, vielleicht haben wir ja noch genug. Wie gesagt, war ja nur eine Idee. Ja, ist okay. Weil ich glaube halt auch, um das alles ein bisschen so auszumachen, ist das bestimmt ein bisschen einfacher, oder? Mal nachzählen. Jetzt, ach, ich hab's aber wieder da einstecken. Oder machst du da andere Erde hin? Irgendwie sieht das anders aus, wenn du das ja machst. Musst du in den Forest Ground machen. Jetzt. Natürlich, hier ist Forest Ground. Da habe ich natürlich Forest Ground gecraftet. Kann man das craften? Ja. Nee. Faszinierend. Craften den Mist. Ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich dem Spiel irgendwann mal Waldboden crafte. Da fällt mir nichts mehr dazu ein, gerade. Ja. Und was hast du heute in 7 Days gemacht? Ich habe Waldboden gecraftet. Was auch sonst? Ja. Vor allem, ich finde es cool, dass ich wieder 5 Sachen zeitgleich mache und mit irgendwie nichts fertig werde. Das ist aber das typische Problem. Das ist. Ja, aber das ist logisch, wenn du jetzt auch Forest Ground draus craftest, wächst auch kein Gras mehr drauf, ne? Weil wenn du ja normale Erde hinschmeißt, wächst ja wieder Gras drauf. Da wächst auch Gras drauf. Echt? Glaube ich schon. Ich habe ja überall Forest Ground aufgeschüttet. Also ich hoffe es. Weil der, also zumindest hier, standardmäßig ist ja auf dem Forest Ground, das hier ist ja Forest Ground, wo der Gras ist. Jetzt... Noch keine Fallstudie gemacht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Hat sich nicht ergeben. Macht Sinn, da eine Konstruktion hinzumachen? Also auf der Seite ja definitiv nicht. Ich hab keinen mehr. Ich kann dir nicht mehr helfen, Martin. Schon recht. Ja, in der Zeit. Ach, mach jetzt noch hier so ein bisschen.
Verteidigung, was ich jetzt hier so bisher so gecraftet habe. Muss gerade mal gucken. Wo habe ich denn eigentlich angefangen? Da hinten hatte ich angefangen. Glaube ich. Schwein liegt da immer noch. Ja, dann hole ich es mir jetzt. Wenn ich drankommen würde. Oh. Guck mal, da würde Schwein nicht dran. Die Sau. Ja, voll die Sau. Schweinerei! So. Denn da damit angefangen? Da. Ich hab gar nicht, was in Richtung ich das weitermache. Verdammt. Nein! Ah! Irgendwie, naja, jetzt fühle ich mich schon hier so ein bisschen wie Pusch am Bau. Warum? Hopp, nix, nix. Hm? Wenn du Löcher nicht richtig zumachst. Ja. Ach komm, stell dich aber auch an. Ich glaube, das Spiel schickt mir dafür auch gleich ein paar Screamer oder so. Bestimmt. Fand ich im Übrigen sehr schade, dass es in der einen Folge, wo mir die Soundspur ja verreckt ist, wo permanent die Screamer gekommen sind. Dass das halt leider alles nicht mit drauf war, weil das war eigentlich eine sehr witzige Folge. Schade eigentlich. Ja. War auf jeden Fall eine sehr anstrengende Folge. Für dich ja. Ich fand die nur sehr amüsant. Da habe ich auch, glaube ich, meinen Redekonsum weit überschritten. Mein Kontingent auf jeden Fall weit überschritten, ja. Definitiv. Zensur, Zensur! Hm? Du hast mich da zensiert. Gib's doch zu. Achso, ja, natürlich. Ja, deswegen komme ich auch gar nicht abgehackt in der Folge rüber. War nämlich alles nicht jugendfrei, was der Martin da gesagt hat. Das war schon eklig. Was der alles so mit so Zombies machen wollte. Bäh. Hätte ich mal in dem Video ja noch listen müssen, dass es erst Inhalte ab 18 sind. Ach, immer diese Zensur. Ja, schrecklich, ne? Naja, so wie in den Medien. Da würde mir jetzt auch sehr viel zu dem Thema gerade einfallen, aber da ich ja jetzt gerade sowas nicht auf Debatte in meinen Videos machen will, verkneife ich es mir jetzt einfach. Auch nicht voll viel Holz. Ja. Einfach so klopft, ja. Kurz drüber nachdenken. Viel. Achso, ja, weil es meine Idee war, ja, natürlich. Lass mal dich einmal mitreden. Du kannst es ja auch alles mit Erde machen, ja? Nee, nee. Wollte muss mich an den hohlen, muss mich an den hohlen Turm angleichen. An den einen hohlen Turm. Wohlgemerkt, ja.
Wobei, die Frage ist um den Turm herum, ne? Machen wir eigentlich nur Wood Spikes oder machen wir auch Wood Logs? Ja, wenn wir die anderen machen, dann brauche ich ja noch viel mehr Platz. Ja, du musst das System ja nicht ganz so ausbauen, wie wir es hier gebaut haben. Also Ruhe bewahren, ja. Kein Eisen mehr. Unser ganzes Eisen wieder verballert, Martin. Noch ein Grund mehr, dass du mal Tunnel graben musst. Warum? Ich möchte das nicht. Oh. Was mir nicht so ganz gefällt, sind die Ecken. Weil irgendwie sind die so eckig. Nee. Die Ecken sind eckig. Dein Ernst? Mal wegschaufeln oder so. Keine Ahnung. Reicht das noch? Ja, du hast da Zacken drin. Ja. Ja, keine glatte Linie. Gut. Jetzt dein Problem trotzdem immer noch nicht ganz so genau. War damit? Mein Problem sind die Übergänge hier. Na dann. Die nicht schön ineinander übergehen, sondern eben eckig sind. Achso, weil es dir halt einfach nicht gefällt, sagst du einfach. So, dann könnten wir jetzt hier oben. Hab ich mal. Doch! Hab ich doch. Ja, schon mal die Play rausholen. Schon wären mal die Forges hier oben endlich mal leer. Wunderbar. Dumm, dumm, dumm. Das ist ja fast wie eine Leiter. Müsste hier mal. So. Doch hier alles an Gläsern. Mein Gott. Mal den ganzen Wasserstand, den der Doskas hier fabriziert hat, mal wegmachen, ey. Voll die Pfützen im Garten hier. Geht doch nicht. Alles Unfallgefahr hier. Ich frag mich immer noch, warum eigentlich Wasser in unser Haus läuft. Gehören Zombie, Martin? Kann ich nicht. Kümmerin sein? Nicke, Nicke. Du Nicke? Scheint ein lokales Problem bei dir zu sein. Ach so. Ein lokales Problem. Rot. Jetzt. Den ausdrücken, das kann raus. Kann ich die dann hier oben gleich mal abreißen, die Forges hier oben? Weil die sind nämlich jetzt endlich mal leer. So. So richtig auch noch hier. Nur, dass mir das Ding hier nicht gleich auf den Kopf zusammenfällt. Dann warte wenigstens, bis ich da bin. Das will ich sehen. Danke, nein, danke. Warum? Er stellt sich jetzt aber wieder an. Noch ein bisschen Clay rein. So. Oh,
man nochmal 500 machen, ja. Ja. Dann haben wir aber auch nicht mehr allzu viel Iron. Bevor ich das jetzt komplett verballer, beherrsche ich mich mal ein bisschen. Probier's zumindest. Schlimm, ey. Was denn? Hab ich das schon hohl gebaut und hab trotzdem 1000 Erde verbaut. Gut. Wie viel? 1000 Erde? So eigentlich die Nerven verloren. Alter. So, also, seit ich vorhin angefangen habe, ungefähr 1500. Ganz gerne hier. Oh. So. Mach ich nochmal ein bisschen Golden Rochi hier. Ich hätte auch sparen können, das ganze Holz da rauszunehmen, aber gut. So. Laser so brauchen wir ja eigentlich nicht. Haben wir ja eigentlich Unmengen. So. Trinken. Wenn es so weitergeht, müssen wir Erde farmen. Das ist nicht dein Ernst. Ja doch, also wir haben jetzt noch nicht mehr viele im Lager. Ich habe jetzt gerade nochmal 1500, stelle ich nochmal her und dann... Erde farmen. Gut. Kann man machen. Ich finde es ein bisschen fraglich, aber ansonsten. Ja, sonst muss ich halt noch mehr Gebiete aushöhlen. So, was mir dazu mal eigentlich gerade einfällt. Ich habe doch vorhin hier noch Athletics gekriegt. Jawohl. Jetzt habe ich natürlich keine Skillpunkte für Sexual Tyrannosaurus. Das ist natürlich bitter. Ich könnte auch mal wieder nachschauen, ob ich was skillen kann. Run first, run ist 5. Ist aber auch, wenn du so in einem relativ hohen Levelbereich schon angekommen bist, auch recht schwierig da noch zu leveln, ne? Ja, irgendwie Athletics komme ich überhaupt nicht voran. Ich bin 59 jetzt. Ja, ich bin auch eben, also was heißt eben, ich weiß gar nicht, ob das die Folge oder die vom Donnerstag war, bin ich auch erst Level 60 geworden. Glaube ich zumindest, wo ist es denn gerade? Ja, da. Also von daher... Weißt du auch gar nicht so genau, was ich da jetzt oder was du jetzt da irgendwie am sinnvollsten machen kannst, ne? Um halt überhaupt noch zu leveln. Könnte man auf jeden Fall mal, ich habe ja genug Skill Points, könnte mal das mal. Survivor und Camel nochmal skillen. Hatte ich nämlich noch auf 1, habe ich jetzt mal 5 gemacht. Weil ich wüsste, was ich machen könnte. Was war denn das mit dem geringsten Aufwand hier? Also entweder Hände oder Schuhe. Wobei ich ja mal sagen muss, so viel Hide haben wir ja eigentlich gar nicht, ne? Haben wir 156 Hide? Haben wir das denn überall alles reingeballert? Also ich hoffe auf jeden Fall, weiß ich nicht, aber ich hoffe auf jeden Fall mal, dass in der nächsten Version die endlich die Übergänge zwischen Erde und, also zwischen nicht viereckig und eckig hinkriegen. So, und das sieht immer bescheuert aus. Ja, definitiv. Oder halt auch die Anschlüsse da so direkt an einem,
an dem Block, den du gebaut hast, ne? Genau, ja, ja, das meine ich ja. Das meinst du, ne? Ja. Ja, da gebe ich dir recht. Weil am Turm hast du, wenn er eben nicht drauf steht, hast du ja immer, ja, so eine Kuhle. Ja, das ist wohl wahr. So, ich da oben noch reinpacken. Hier der Zombie von mir, lass mich in Ruhe. Lauf mal hier in die Spikes, komm her. Hier Spikes. Und. Ja. So, trotz alledessen, Leute, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Mal zwei etwas ruhigere Folgen, muss auch manchmal sein. Was? Ich hab viel geredet, wie schon lange nicht mehr. Sagst du, ja, das war eine ruhige Folge. Ja, das stimmt allerdings. Also ich muss dich ja eigentlich muss ich dich loben, Martin. Ja? Aber es ist, ihr habt es wieder gemerkt. Ja, ich wollte abmoderieren und dann fängt er wieder an zu quatschen. Das ja, ist wenn du so eine Scheiße erzählst, muss ich ja widersprechen. Ja, aber. Naja, ist ja auch egal. Leute, wir verabschieden uns ins Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, feiert schön, habt Spaß, wie auch immer, macht was mit der Familie, geht schwimmen oder was weiß ich. Denkt dran, Real Life ist wichtig. Trotzdem freue ich mich wieder, wenn ihr auch nächste Woche auf meinem Kanal vorbeischaut. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Und könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so am Wochenende gemacht habt oder machen werdet. Ich kann euch sagen, was ich mache. Ich bin arbeiten bei dem wunderschönen Wetter. Dementsprechend bis Montag. Tschüss. Tschüss.